Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da die Videos über alle Drosseln vom Motor und Motor entdrosseln und so weiter so gut ankamen, mache ich euch jetzt nochmal für jede Drosselgruppe ein genaues Video, wie man jede Drossel ausbaut, also halt entfernt. Wir fangen heute an mit dem Antrieb. Ihr schraubt den Variomatic-Deckel ab. Ich habe jetzt extra an unserem Schaumotor nur zwei Schrauben reingeschraubt, damit es schneller geht. So. So. Dann sehen wir schon unseren Antrieb. Die Drosseln sind natürlich alle hier vorne verbaut. Ihr braucht dazu ein Blockierwerkzeug, das zu eurem Motor passt. Oder ihr macht es einfach mit einem Schlagschrauber auf. So, dann haltet ihr etwas gegen. Schraubt die Mutter heraus. Dann machen wir auch das Blockierwerkzeug wieder ab. Ich will es ja auch vernünftig zeigen können. So, dann nehmen wir die Sternscheibe ab, also den Kickstarter-Mitnehmer natürlich, und wir bauen das Lüfterrad aus, oder auch Riemenscheibe genannt. Wichtig ist, ihr habt hier hinten eine Unterlegscheibe drin, die dann hier zwischen dieser Buchse und der Riemenscheibe ist, die natürlich nicht verlieren, denn die ist ganz wichtig für den Anzug des Rollers, also wie er losfährt. Die fehlt bei mir leider jetzt, ich hatte die passende nicht da, ist ja nur ein Schaumotor, aber wichtig, dass ihr die natürlich dann nicht weglasst, wenn ihr es wieder zusammenbaut oder euch fragt, wo die hingehört. Und dann sehen wir auch schon unsere Drossel. Und zwar geht es um diesen Ring hier. Das ist der sogenannte Distanzring. Der begrenzt, wie weit die Variomatic und die Riemenscheibe zusammenfahren können. Und dementsprechend kommt weniger Drehzahl hier hinten am Wandler und der Kupplung an, also auch am Getriebe. Und dadurch verlieren wir Geschwindigkeit. Die Dicke dieses Rings bestimmt, wie schnell der Roller fährt. Da gibt es zum Beispiel ziemlich viele verschiedene Dicken. Das ist jetzt einer mit 10 oder 11 mm. Damit fahrt ihr etwa 25 km/h, wenn ihr einen Mofa-Roller habt. Das hier ist einer mit 5 mm. Damit fährt der Roller 60 Tacho. Je nachdem, wie schnell er eben fahren soll. Da habe ich zum Beispiel 6 mm, der ist dann dafür da, dass ihr 50 Tacho fahrt. Und so wird die Geschwindigkeit eben begrenzt mit diesen Teilen. Da habe ich jede Menge davon. Man kann sagen, in der Regel wird der Roller pro Millimeter, wo dieser Ring dünner wird, wird der Roller etwa 5 bis 7 km/h schneller. Wenn man ihn natürlich ganz raus macht, dann habt ihr gleich 70, vielleicht sogar 80 km/h, je nach Roller. Aber wie gesagt, ist natürlich nicht auf der Straße erlaubt. Gut, jetzt gibt es noch weitere Drosseln im Antrieb. Wenn ich jetzt mal die Variomatic rausnehme, dann seht ihr, das ist eine normale Variomatic, nicht geschlossen, gar nichts. Jetzt gibt es zum Beispiel bei verschiedenen Herstellern meist China-Roller, Peugeot und Piaggio. Da habt ihr so eine Variomatic drin, mal als Vergleich. Und zwar sind hier drei Schrauben. Und dann könnt ihr diese Scheibe hier entfernen. Und dann schauen beide Variomatic wieder gleich aus. Die Steigscheibe ist frei und kann sich frei bewegen.
Denn das Teil hier ist eine Drossel. Das wird von den Herstellern eingesetzt und da gibt es auch eine bestimmte Stärke, was diese Erhöhung hat. Und dementsprechend wird euer Roller langsamer, weil die Variomatik nicht mehr so weit auseinanderfahren kann. Ja, in dem Fall ist dann das hier die Drossel. Es gibt auch noch eine andere Variante zu dieser Drossel. Die schaut dann so aus, macht genau dasselbe, dass die Variomatik nicht weiter auseinanderfahren kann. In dem Fall halt, wie gesagt, wenn ihr sowas habt, diese Dinger hier entfernen. Und schon habt ihr euren Antrieb entdrosselt. Da machen wir nichts weiter. Halt. Als unseren Antrieb wieder komplett zusammenzubauen. Wie gesagt, die Unterlegscheibe hier dann nicht vergessen. Das Ganze noch schön festziehen, entweder mit dem Blockierwerkzeug oder eben mit dem Schlagschrauber. Ihr solltet schon so 60 bis 80 Newtonmeter anziehen und dann ist der ganze Antrieb schon mal entdrosselt. So, dann kommen wir schon zur nächsten Drossel. Ich platziere mal die Kamera. Und zwar seht ihr jetzt hier diese Scheibe hier. Das ist auch eine Drossel. Die ist meistens verbaut bei Mofa-Rollern. Und zwar macht die nichts anderes, als den Durchlass vom Vergaser zu begrenzen, weil das Blech ja hier geschlossen ist und ihr nur noch diese Löcher hier habt. Die lässt sich ganz einfach entfernen, ihr hebelt sie einfach raus. Auch hier kann es dann nun sein, dass der Vergaser neu abgestimmt werden muss über die Hauptdüse, da ja jetzt viel mehr Luft durchpasst. Ebenso kann es bei der nächsten Drossel sein. Ihr schraubt die Schraube oben raus beim Vergaserdeckel. So. Und holt diesen Ring hier raus. Das ist der sogenannte Gasschieberanschlag. Auch das ist meistens Bestandteil einer Mofa-Drossel, die ihr halt eingesetzt bekommt, damit der Roller Mofa-Geschwindigkeit fährt. Auch hier einfach diesen Ring entfernen. Habt ihr hier noch den Gasschieber drin? Moment, das ist nur ein Anschauungsmotor. Ihr habt hier den Gasschieber. Und dann eben die Feder, den Vergaserdeckel. Und dann die Schraube wieder rein und dann ist die Drossel schon entfernt. Wie gesagt, das ist meistens bei Mofa-Rollern so. Da habt ihr entweder das Vergaserblech oder eben den Gasschieberanschlag. Immer nur eins von beiden. Ja, dann gehen wir weiter zur nächsten Drossel. Bei beiden Drosseln kann es übrigens sein, dass ihr den Vergaser neu abstimmen müsst, indem ihr halt eine größere Hauptdüse reinmacht. Eine kleinere werdet ihr nie mal reinmachen müssen, aber eine größere natürlich. Alles in allem lässt sich bei diesen Maßnahmen, die ich euch hier zeige, relativ viel Leistung holen. Jetzt holen wir mal den Vergaser raus, denn wir wollen an den Ansaugstutzen und an den Membranblock. So, alle vier Schrauben vom Ansaugstutzen raus. Es kann übrigens sein, dass ihr hier Schrauben habt, die ihr nicht rausschrauben könnt, sogenannte Abreißschrauben. Auch dazu haben wir schon ein Video gemacht, wie man die entfernen kann. Ich versuche euch das auch wieder zu verlinken.
Ansonsten geht es jetzt weiter mit dem Membranblock und den Ansaugstutzen. Der originale Ansaugstutzen ist oft sehr begrenzt im Durchlass, wie ihr seht. Er fängt zwar groß an, aber hier innen drin ist er sehr, sehr klein. Klar, ein originaler Roller braucht auch nicht viel Durchlass. Er soll ja auch nicht zu viel Leistung haben. Er muss ja nur 45 oder 25 fahren. In der Regel tauscht man das Ding einfach gegen den größeren und erhält somit mehr Leistung. Auch das ist eine Drossel, die die Hersteller einbauen, um uns und unsere Roller zu begrenzen. Wie gesagt, diese ganzen Drosseln, wenn ihr die entfernt, ist das natürlich nichts mehr für die Straße, denn das ist nicht erlaubt. Ja, manch einer macht sich die Arbeit und fräst das mit dem Dremel auf, aber so ein Ansaugstutzen kostet 5, 8 oder 9 Euro, je nach Modell. Das lohnt sich schon fast gar nicht. Dann lieber so einen kaufen, dann hat man auch mal einen neuen. Die werden ja auch mit der Zeit hart und brüchig. Dann ist man da auf der sicheren Seite. Dann haben wir noch unseren Membranblock. Das ist jetzt eher eine seltene Drossel. Und zwar gibt es oft Membranblöcke. Ihr seht, der hat hier vier Membranzungen. Also alle vier Zungen gehen auf und lassen Gemisch in den Motor. Es gibt Membranblöcke, meist bei älteren Rollern, die haben nur eine Seite offen. Das heißt, nur zwei offene Zungen und die andere Seite ist einfach verschlossen. Das ist natürlich auch eine Drossel vom Hersteller, um die Leistung zu begrenzen. Hier müsst ihr einfach auch den Membranblock gegen einen tauschen, der entweder vier Zungen hat oder sogar einen Tuning-Membranblock, der noch größere Öffnungen hat, je nachdem, was ihr halt wollt. Auch so könnt ihr mehr Leistung holen. Bei dieser Maßnahme kann es auch wieder gut sein, dass der Motor, also der Vergaser, neu abgestimmt werden muss, da ja mehr Gemisch in den Motor kommt. Habe ich schon öfter gehabt. Nur zur Info, damit ihr euch keinen Schaden fahrt. Ja, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, das ist nur ein Schaumotor. Das ist jetzt alles bloß für die Videos zusammengesteckt worden, damit ich das vernünftig zeigen kann. An einem Praxisbeispiel. Aber alles in allem steckt im Ansaugbereich sehr viel Potenzial. Man kann da sehr viel Leistung holen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, mal das ganze Zeug auseinanderzuschrauben und zu schauen, was für Drosseln verbaut sind. Einen Luftfilter Schnorchel habt ihr immer, das hat jeder Roller, weil da geht es auch ein bisschen um Geräuschdämmung. Und einen gedrosselten Ansaugstutzen habt ihr eigentlich in der Regel auch immer. Das mit dem Membranblock ist eher selten. Und das mit dem Vergaserblech oder Gasschieberanschlag ist auch nur, wenn ihr einen Mofa-Roller vorher hattet. So, und dann baut man das Ganze wieder zusammen. Schraubt den Luftfilter noch fest. Und hat seinen Ansaugbereich komplett entdrosselt. Wie gesagt, denkt bitte daran, das ist sehr wichtig, dass ihr die Hauptdüse von eurem Vergaser anpasst. Das ist lebensnotwendig für euren Motor, denn sonst habt ihr nicht sehr lange Freude daran. Wie man die ganzen Drosseln im Auspuffbereich entfernt, aber auch natürlich, wie ihr Sportauspuffanlagen entdrosselt und so weiter. Wir fangen an mit dem Originalauspuff. Zum einen habt ihr hier mal dieses sogenannte Blindrohr. Das ist schon mal die erste Drossel, die der Hersteller verbaut, um einfach die Leistung des Motors zu mindern. In der Regel wird das einfach abgeschnitten und zugeschweißt. Und schon bringt euer Roller 5 km/h mehr. Das ist so eins der beliebtesten Tunings überhaupt. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern um den Rest der Drosseln. Wir bauen jetzt den Auspuff mal weg.
dass ich euch die Drosseln vernünftig zeigen kann. Wir lösen den Auspuff zuerst am Zylinder und dann am Halter. So, dann schrauben wir den Halter ab. Und schon ist unser Auspuff locker. Was übrigens ganz schön ist, habt ihr einen Auspuff mit so einem Flansch hier, dann reicht es, wenn ihr die hintere Schraube löst und die vordere ganz rausschraubt. Dann könnt ihr den Auspuff einfach so wegdrehen und abnehmen und müsst die hintere Schraube gar nicht entfernen. Okay, so, wir haben jetzt hier den originalen Auspuff. Wie gesagt, das Blindrohr ist eine Drossel, das schneidet man möglichst nahe hier am Rohr ab und schweißt es zu, dann ist diese Drossel schon mal entfernt. Das ist aber nicht die Hauptdrossel eines Auspuffs, sondern so. Jeder Auspuff ist massiv gedrosselt, damit der Motor schon mal so um die 30% seiner Leistung verliert. In, sagen wir mal, 80% der Fälle habt ihr so einen Trichter eingeschweißt. Der ist in der Regel hier im Krümmer mit einem Schweißpunkt befestigt. Ihr könnt diesen Schweißpunkt einfach abschleifen. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Das verlinke ich euch hier mal. Und dann fällt diese Drossel heraus. Es kann aber auch sein, dass die hartnäckiger sitzt. Dann mache ich es meistens so, dass ich einen relativ dicken Schraubenzieher nehme, den in die Drossel reinstecke und dann hin und her wackle, bis der Schweißpunkt bricht und ich den Trichter rausnehmen kann. Die Auspuffanlagen, die original an den Rollern sind, die sind natürlich immer etwas gemeiner gedrosselt, sage ich es mal. Denn da ist es nun mal so, dass dieser Trichter hier unten dran sitzt, also beim Aerox als speziellen Fall jetzt mal. Und zwar sitzt der Trichter unten am Blindrohr in diesem Rohr hier drin. Wenn ihr jetzt das abflext, dann müsst ihr diese Drossel noch rausbrechen und auch herausnehmen. Dann ist der Auspuff offen. Habt ihr jetzt einen Auspuff, der nicht original zum Roller gehört, also einen Nachbauauspuff, dann habt ihr in der Regel den Trichter einfach hier vorne drin. So sind übrigens auch die meisten Sportauspuffanlagen gedrosselt. Wie gesagt, raushebeln das Teil und rausholen. Und schon hat euer Motor in Verbindung mit dem entfernten Blindrohr 30% mehr Leistung, was für einen Roller sehr viel ist. Also ihr werdet ihn danach nicht wiedererkennen. So, dann gehen wir weiter zu Sportauspuffanlagen. Das ist jetzt mal eine Original-Sportauspuffanlage, die meistens bei so Keyway, Explorer und Co. verbaut wird. Da ist praktisch, ihr habt den Krümmer und habt hier eine Verbindung zum Auspuff. Und auch hier ist wieder das Blindrohr, das natürlich dann entfernt werden muss. Und wir schrauben jetzt mal den Auspuff und den Krümmer auseinander. Damit ich euch hier die Drossel zeigen kann. So, hier ist es etwas gemeiner gemacht und zwar, wie ihr seht, hat der Krümmer eigentlich einen viel größeren Durchmesser, aber es ist ein dünneres Rohr reingeschweißt. Hier mit einem Schweißpunkt und hier mit einem Schweißpunkt. Auch hier müsst ihr einfach ein langes Rohr hineinstecken und kräftig hin und her hebeln, bis ihr das Ding rausbringt, denn da kommt ihr nirgendwo hin, um den Schweißpunkt vernünftig abzuschleifen. Es gibt aber auch Tauschkrümmer, dass ihr den Krümmer hier einfach gegen den Tuning-Krümmer tauscht. Dann sind diese ganzen Sachen weg und natürlich auch die Drossel.
und euer Auspuff hat die volle Leistung. Ja. Und jetzt gehen wir zu den richtigen Sportauspuffanlagen. So, jetzt haben wir hier einen Yasuni C16 Auspuff der älteren Generation. Der ist jetzt ganz anders gedrosselt. Und zwar habt ihr zum einen auch wieder so einen Trichter, der hier im Krümmer drin steckt, den man durch Hebeln oder Schleifen herausholen kann. Aber er hat auch noch, wie viele der neueren Sportauspuffanlagen, hat er hier noch eine Verjüngung drin. Wenn ihr schaut, es kommt so ein dickes Rohr raus und das wird dann durch so ein Teil, das hier reingesteckt und festgeschweißt ist, wird er nochmal extra gedrosselt. Manche Hersteller sind auch wirklich gemein und die bauen das hier hinten am Eingang des Endschalldämpfers ein. Das macht den Auspuff natürlich leiser, aber begrenzt natürlich auch ganz schön die Leistung. In dem Fall habt ihr dann auch wieder einfach einen Schweißpunkt, wie man sieht. Den habe ich auch schon mal entfernt. Und dann holt ihr das Teil einfach mit einer Zange heraus. Und schon ist der Auspuff komplett offen. Ja, wie gesagt, die meisten neueren Auspuffanlagen werden so gedrosselt, dass sich das mit der Zeit jetzt bewährt hat. Aber in der Regel habt ihr immer so einen Trichter im Krümmer drin. Das sieht man ja sofort, wenn man reinschaut. Der muss raus. Und auch hier könnt ihr somit die Leistung um 30% steigern. Jeder Sportauspuff ist gedrosselt, denn der hat ja schon mal von Haus aus viel mehr Leistung als der Originale. Die sind oft sogar krasser gedrosselt als der originale Auspuff, weil die ja viel weiter heruntergedrosselt werden müssen. Ja, so sieht die Drossel aus. Oder halt eben so. Oder beides. Je nachdem, wie es den Herstellern halt gerade gefällt. So, okay, dann sind wir mit den Auspuffanlagen Drosseln durch. Mehr Drosseln sind beim Auspuff dann doch nicht mehr verbaut. Das finde ich reicht auch. Ich habe eigentlich so jetzt alle Auspuffanlagen vom Typ her abgedeckt. Ich zeige euch bloß noch schnell eine besondere Form. Und zwar ist das hier jetzt zum Beispiel ein Tuning Originalersatzauspuff. Er hat etwas mehr Leistung als der Originale, ist aber für die Straße zugelassen und natürlich auch gedrosselt. Hier habt ihr auf jeden Fall auch immer den Trichter im Krümmer drin. Und was da auch viele haben, und zwar haben die dann hinten so eine Verjüngung drin. Also die steckt dann im Rohr drin und ist auch wieder mit einem Schweißpunkt festgemacht und ist so gedrosselt. Das kann man natürlich ganz einfach sehen und schauen, dass man das entfernt. Meistens kann man die sogar jetzt wegschrauben. Ja. Wenn die ganzen Drosseln entfernt sind, müsst ihr vermutlich euren Antrieb wieder etwas abstimmen. Abstimmen in dem Sinn, ihr müsst vermutlich etwas leichtere Gewichte in die Variomatik verbauen. Auch hierzu haben wir schon genügend Videos gemacht. Ich versuche es mal wieder hier zu verlinken. Und ansonsten baut ihr euren Auspuff wieder hin und habt Spaß mit euren 30, 40% mehr Leistung. Nachdem wir ja den Auspuffbereich, den Ansaugbereich und den Antrieb entdrosselt haben, machen wir uns heute mal über die Drehzahldrosseln. Drehzahldrossel ist in der Regel die CDI, die gedrosselt ist. Ist natürlich ganz einfach getauscht. Man muss nur die Stecker ausstecken und die neue CDI einstecken. Das machen wir jetzt heute mal bei dem Roller hier, damit ich euch das zeigen kann. Habt ihr jetzt einen Viertaktroller, da kommen extra mal Videos dazu. Ebenso werden wir wohl mal ein extra Video für Malakuti machen, denn Malakuti F15 und F12 sind manchmal ziemlich wirr drehzahlmäßig gedrosselt.
da ist das Ganze leider nicht so einfach, da die Drosseln oft mit in den Kabelbaum eingebunden sind. Aber da kommen wir dann in einem gesonderten Video dazu. Bei den meisten Rollern sitzt die CDI links oder rechts vom Helmfach oder vorne bei der Batterie. Beim Yamaha Jog ist es jetzt so, dass die dann rechts, glaube ich, sitzt. Das heißt, ich entferne einfach das Helmfach und komme an die CDI. Und das machen wir jetzt mal. So, raus mit dem Helmfach. So, und sie sitzt doch links vom Helmfach. Wir holen sie einfach aus dem Halter raus. Da muss ich mal kurz die Kamera umstellen. So, wie ihr seht, sitzt hier die CDI. Wir machen nichts weiter, als die Lasche vom Stecker zu drücken und die neue CDI einzustecken. Dann verstecken wir das Ding ein bisschen, beziehungsweise machen es an den alten Halter mit einem Kabelbinder fest. Und schon haben wir unseren Drehzahlbegrenzer entfernt. Dann bauen wir das Helmfach wieder ein und die Sache ist erledigt. Kurz und schmerzlos. Wie gesagt, bei Malakuti ist es etwas schwieriger. Da muss ich euch mal ein extra Video dazu machen. Ansonsten ist die Drehzahlbegrenzung aufzuheben, wie ihr seht, eins der schnellsten und einfachsten Sachen. Man muss aber dazu sagen, dass die Drehzahlbegrenzung aufheben euch meist nicht viel mehr Leistung oder Endgeschwindigkeit bringt, da ja das nur zum Drehzahlbegrenzen eigentlich zum Schutz des Motors da ist und nichts weiter. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wie gesagt, ging ja recht schnell und schmerzlos. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt auch die ganzen anderen Drosselvideos gesehen. Ich denke, jede Frage sollte dann damit beantwortet sein. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald und bleibt dem Scooter-Tuning treu.